Kinderbücher. Der Lübbe Audio Podcast von Boje, Baumhaus und One. Hallo und herzlich willkommen zum Tag der Limonade. Ich bin Lisa und ja, ihr habt richtig gehört, am 20. August wird in den USA die Limonade gefeiert. Neben der Zitronenlimo gibt es aber noch ganz viele andere Geschmacksrichtungen. Das kennt ihr alle, Orangenlimo, aber auch Himbeerlimonade, Pampelmuse oder sogar Waldmeister. Habe ich noch nie getrunken, die ist auch ganz grün und sieht ein bisschen fies aus. Greg und Rupert trinken auch ziemlich gerne Limo und wollen einen Stand an der Straße eröffnen, um sich ein bisschen Taschengeld dazu zu verdienen. Aber leider schläft die Konkurrenz auch nicht und so müssen sich die beiden nicht nur gegen andere Stände, sondern auch gegen Gregs Mom durchsetzen. Viel Spaß beim Hören und für alle, die dranbleiben, gibt es am Ende noch ein Rezept für Lisas Spezial-Maracuja-Limo. Viel Spaß. Ich weiß nicht, wann ich heute Morgen aufgewacht bin, weil der Radiowecker auf Mannys Nachttisch ausgestöpselt war. Genauer gesagt war alles im Haus ausgestöpselt. Mom nimmt diese Sache mit der Elektronikfreiheit ziemlich ernst. Als nächstes fiel mir auf, dass in der Nachbarschaft echt viele Leute zu Fuß unterwegs waren. Ich nehme an, dass alle beschlossen hatten, sich dem Geist der guten alten Zeit hinzugeben. Dad meinte, ich solle mir den Fußgängerverkehr zunutze machen. Er sagte, als er ein Kind war, da hätten sein Freund Jill und er einen Limonadenstand eröffnet und damit so viel Geld verdient, dass sich jeder ein neues Skateboard kaufen konnte. Ich fand, ein Limonadenstand war eine super gute Idee. Limonade! Leute, hier gibt's frische, selbstgemachte Limonade! Kommt und kauft leckere Limo bei Greg und Rupert! Der Limonadenverkauf lief allerdings ziemlich schleppend. Zum Glück warfen ein paar Leute in das aufgestellte Marmeladenglas ein bisschen Trinkgeld hinein. Ich begann die Sache immer positiver zu sehen. Da baute Cedric Cunningham, ein Nachbarsjunge, genau gegenüber von uns seinen eigenen Limonadenstand auf. Und es war klar, dass er Hilfe von seinen Eltern bekommen hatte, denn gegen seinen Stand sah unserer aus wie ein Witz. Eiskalte Limonade. Leute, bei mir gibt es eiskalte Limonade. Wisst ihr, das ist das Problem, wenn man auf eine originelle Idee kommt. Keine 5 Sekunden später gibt es 1 Million Trittbrettfahrer. Es war offensichtlich, dass Cedric das Limonadengeschäft beherrschte. Schon allein durch seinen Schild. Mit ihrem Geld helfen sie meinen kranken Kätzchen. Wir hatten gegen die Limo von Cedric keine Chance und mir wurde klar, dass wir komplett neue Märkte erschließen mussten, wenn wir wirklich Geld verdienen wollten. Und ich wusste auch genau wo. Im Stadtpark. Bei der großen Saubermachaktion würde es bestimmt haufenweise durstige Helfer geben. Weil unsere Limo aus war, beluden Rupert und ich unseren Bollerwagen mit so viel Wasser wie nur möglich und machten uns auf den Weg. Frisches Wasser! Wer hat Durst? Als wir im Park ankamen, sah es so aus, als wäre die ganze Stadt schon da. Alle arbeiteten echt hart und es war ziemlich heiß. Zu unserem Glück war der Wasserspender kaputt. Und das bedeutete, dass die Leute keine Möglichkeit hatten, ihren Durst zu stillen. Rupert und ich wussten, dass wir mit unserer Ware stinkreich werden würden. Leute, kauft frisches Wasser, nur bei uns! Leider entdeckte Mom uns sofort und fragte, was wir vorhätten. Ihr spinnt ja wohl. Wieso? Wir verkaufen unser Wasser nur an jeden, der bereit ist, dafür ein paar Mäuse springen zu lassen. Das kommt nicht in Frage. So eine Unverschämtheit, Freiwilligen das Geld aus der Tasche zu ziehen, die ihren Samstag opfern, um den Park sauber zu machen. Jeder, der unser Wasser trinkt, kann danach doppelt so hart sauber machen, sodass die ganze Aktion viel schneller erledigt ist. Gregory, so habe ich dich nicht erzogen. Aber Mom. Während Mom und ich stritten, plünderten ein paar Frauen, die sich um die Blumenbeete kümmerten, unsere kompletten Vorräte. Wasser für die Pflanzen, prima Jungs. Und bevor wir irgendetwas dagegen tun konnten, hatten sie unsere gesamte Ware über die Blumen ausgekippt, als wäre es irgendein billiger Fusel. Hey, Moment, das ist unser Wasser! Ich rechnete schnell nach und kam zu dem Ergebnis, dass die Frauen gerade mindestens $200 im Boden versickern ließen. Aber sie machten sich einfach wieder in ihre Gartenarbeit, als wäre das keine große Sache. Also suchten wir die leeren Flaschen zusammen und wollten zum Bach. Komm, Rupert, unten am Fluss können wir alles wieder auffüllen. Nichts da. Mom stellte sich uns in den Weg und drückte uns ein paar Gartengeräte in die Hand. Ihr helft jetzt den Freiwilligen beim Aufräumen. Aber Mom, wir sind Geschäftsleute und echte Geschäftsleute arbeiten nicht umsonst. Papalapap. Doch ehe ich zu Ende geredet hatte, kniete Rupert auf dem Boden und pflanzte immer grüne Stauden ein. Hey, das machst du ganz toll. Ja. Naja, so haben Rupert und Greg sich das sicherlich nicht vorgestellt.
Aber jetzt komme ich nochmal zum Anfang zurück. Und zwar habe ich euch da ein Rezept für meine Speziallimonade versprochen. Und das bekommt ihr jetzt. Also schnappt euch schnell einen Stift. Für Lisas Speziallimonade braucht ihr 250 ml Maracuja-Nektar, 750 ml Sprudelwasser, frische Minze, eine Biolimette, eine große Flasche oder Karaffe, in die ihr nachher die Limo reinschütten könnt. Zuallererst müsst ihr die Minze und die Limette ordentlich waschen, ist ja klar. Dann viertelt ihr die Limette und werft sie zusammen mit der Minze in die Karaffe. Die Limettenstücke könnt ihr dabei ein bisschen ausdrücken. Entweder zerstoßt ihr die so richtig oder ihr quetscht die einfach zwischen euren Fingern aus. Anschließend übergießt ihr beides mit dem Maracuja-Nektar und Sprudelwasser. Hier könnt ihr euch überlegen, ob die Limo vielleicht etwas süßer sein soll, dann nehmt ihr einfach mehr Maracuja-Saft und wenn sie euch zu süß ist, dann nehmt ihr einfach mehr Sprudelwasser, ist ja klar. Das Ganze ab in den Kühlschrank und fertig ist die Limonade. Wenn ihr mögt, könnt ihr jetzt noch Eiswürfel dazu tun, das sieht direkt viel besser aus und dann eure Limonade genießen. Prost! Das war's für heute von uns. Bis zum nächsten Mal. Der Kinderbücher-Podcast.